Also in dem Video zeige ich euch mein meine Rust Skins, die ich habe. Ich habe schon so viele gekauft und verkauft, aber das sind so die, die ich zurzeit besitze. Was ich nice finde, ist die Frankenstein Maske. Die ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, was interessant. Das ist fürs Baklava, sieht super geil aus. Ich habe mehrere Öfen. Warum ich auch mehrere Öfen habe, was kostet der Ofen jetzt zurzeit auf dem Markt? Vielleicht kann ich den auch verkaufen. 1,62. Ich weiß gar nicht, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe mir letztens diesen wundervollen Ghost Flamey Ofen gekauft. Die Door habe ich mir gezogen, als Halloween war, für wenig. 1,20 Euro, 25, glaube ich. Den Hammer finde ich super nice. Den Brain Eater Hammer. Dieses komische T-Shirt, was ich noch nie benutzt habe. Hier Base Invaders. Der ist auch nice. Ist aufgebaut wie so ein Spielautomat. Ja, dann das Garagentor, dann die Pistole, die ich mir auch beim Halloween-Verkauf gekauft habe. Wow, die liegt schon bei 2,09 Euro, aber die behalte ich trotzdem, weil die ist echt cool. Die AK, die weiß ich gar nicht, wo ich die her habe, die Claw AK. Die habe ich mir, glaube ich, auch irgendwann mal gekauft. Hier, ich stehe so ein bisschen auf Totenköpfe, wie man sieht. Das habe ich mir beim letzten Halloween, glaube ich, gekauft. Die Wooden Door hier. Ah, der, ich liebe ihn ja, den Ghost Flame. Den Ofen. Der ist so nice. Der sieht so gut aus. Was habe ich mir noch? Irgendwas Besonderes? Ne, nee, eine Double Barrel habe ich. Diese wundervolle Brownie Pants. Oh, meine Hunde haben sich wieder in den Haaren. Wie immer. Hört sich aber schlimmer an, als es ist. Ja gut, die Cargo Security Door, die habe ich mir gerade eben gekauft, und diese kleine weiße Box, weil es gibt so schwer, so selten diese kleinen Boxen zu kaufen in einem anderen Design, das ist unglaublich. Wuppa, DBS, die Double Barrel habe ich auch noch, ja. Ja, jetzt habe ich so die Grundausstattung, was ich so brauche. AK eigentlich nicht, weil als Singleplayer kriegt man selten AK. Die Creepy Box ist auch, sieht auch gut aus, habe ich mir auch beim letzten Halloween gekauft. Ja, das sind so die Standardsachen, die ich zurzeit benutze. Okay, nice. Guti, jetzt habt ihr mal mein Inventar gesehen, lasst mal euer Inventar sehen. Bis dann.